Ein sonniges Willkommen. Ja, ihr kennt das Bild ja noch. Natürlich dieses sonnige Willkommen einmal von mir, dem Heretic und dem... Na, sag, hi. Toaster, hier. Toaster. Ja, der Heretic versucht halt gerade hier die ganzen Cannons halt aus Gefecht zu nehmen. Da geht allerdings einiges an Kollateral mit drauf, muss ich sagen. Aber, Herrgott, das ist halt so. So, ich konnte jetzt zumindest meine Sachen wieder sammeln. Es ist ein wenig laut. Ein ganz klein bisschen. Möglicherweise gibt es hier gar keinen richtigen Weg rein, weil das ja eine Schiffswerft ist und nur außen Schiffe gebaut werden. Also ich finde jedenfalls keinen Weg rein. Jetzt wird wieder auf mich geschossen. Ich weiß noch nicht von wo. Bin wieder tot. Mit den Materialien, die ich hier an Bord vom Light Ray hatte, boah, schwer sich hier zu bewegen, habe ich genau 40 Raketen herstellen können. Okay. So, mal gucken. Ich werde erwischt. Die treffen mich hier. Boah, die haben so viele Kanonen. Ja. Das Ding ist echt übel. Also wenn ich es nochmal schaffe, meinen Backpack zu kriegen, versuche ich abzuhauen. Okay. Aber kaum eine Chance. Nee, also wie gesagt, die hatten ja was geändert. Das versuche ich jetzt zum vierten Mal zu sagen mit den Lasern, dass die ja instant ankommen. Das kann halt sein, dass die Anzeigen nicht instant ankommen, aber der Schaden. Das könnte ich mir vorstellen, weil das würde teilweise zu dem, was ich hier sehe, passen. Na, ich wurde von Lasern auch beschossen. Die haben mich auch nicht erwischt. Naja, der Punkt ist, ich habe halt Schaden bekommen an mehreren Stellen. Ohne dass halt... Ja, also, aber Cannons habe ich dort nicht gesehen. Höchstens Sentry Guns. Und die sollten mich hier noch nicht erwischen, oder? Also ich Sentry Guns hätte ich jetzt vielleicht nicht gesehen. Ja, ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Okay. Ich habe auch nicht viel hergestellt, aber wow. Naja, dann wäre es aber vielleicht trotzdem gut, wenn du... Hast du noch genug Ressourcen an Bord? Kannst du noch was herstellen? Ich fliege erstmal außerhalb der Reichweite. Ja, logisch. Ist nur richtig so. So, guck mal, was haben wir an Schaden genommen? Ah, da fehlt schon mal ein Teil. Oh. Also ich guck noch mal, ob ich mein Backpack finde. Aua. Also, auf der einen Seite warst du ja schon sehr gründlich. Ich hätte mal da bleiben sollen und gucken sollen, ob ich mich einfach reinbomben kann. Ins Innere. Jetzt habe ich das Problem, ich muss jetzt, wenn ich jetzt an meinen Backpack wieder ran will. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Kanonen... Ja, da sind Sentry Guns noch drauf. Da sind noch ganz kleine Sentry Guns, glaube ich. Ja. Ich glaube, das sind die auch auf mich schießen dann. Mhm. Ja, ich krieg auch immer irgendwelche... irgendwas prasselt hier auch immer auf meine Außenhülle. Genau. Das sind die Dinger, die du halt nicht... denen du halt nicht schaffst auszuweichen. Weil die... Boah. Schande. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Also ich habe nicht mehr genug Zeug. Ich flieg kurz mal runter und hol Verstärkung. Was brauchst du denn? Feuerkraft. Naja, aber was für Material? Ja, ich habe hier die ganz normalen Popel-Turrets drauf. Ich weiß nicht, was. Rotes Schild. Die reichen ja. An sich müssten die reichen. Aber ich hab keine Munition mehr. Gar nichts. Ja, deswegen frage ich ja, was bräuchtest du denn, um Munition herzustellen? Ich bin schon auf dem Planeten. Ja, ich mach dann mal irgendwas. Ja, ich bin schon da. Ja, es ging halt schnell. Genau. Ja, nee, also ich komme da nicht näher ran. Und zwar wegen irgendwelcher der Turrets, würde ich sagen. Also die Laser sieht man tatsächlich noch immer, wie sie auf einen zukommen. Eigentlich hatte ich gehört, vielleicht waren das nur die Laser-Rifles, die umgestellt wurden, dass die instant ankommen jetzt. Es kann sein, dass die Laser-Turrets immer noch eine gewisse Zeit brauchen. Ja.
krass. Obwohl die auch mittlerweile anscheinend schneller ankommen als früher. Naja. Nee, also krass, bei den Plasma-Dingern, da war das ja echt. Da hat er dich aber gerade gut erwischt. Ich muss mir mal mein Schiff von außen angucken. Ah! Nicht aussteigen, solange du noch in der Reichweite der Kanonen bist. Nicht passiert, nee, alles gut. Ja, also ich habe jetzt halt wirklich das Problem, dass mein Backpack halt da ist und ich würde es jetzt sehr schade finden, vor allem falls meine Epic Shotgun wieder mal despawnen würde. Gib mir noch 2-3 Sekunden oder ein paar mehr, dann bin ich gleich wieder da. 2-3 Sekunden oder ein paar mehr? Okay. So, jetzt habe ich noch 6 Raketen. Ich lande. Aber jetzt... Okay. Ich dachte echt, auf der Seite wäre ich... Hängen geblieben. Da ist eine Turret, da rechts. Also hier ist auch nicht wirklich safe. So, wo ist mein... Ach, shit. Nee, also in mein Backpack komme ich, glaube ich, nicht mehr ran. Keine Chance mehr. Bleib da, warte. Ja, ist jetzt eine sehr coole Folge, wenn ich da stehe und warte. Ja, okay, nur, meine Mission, Munition ist alle. Damit du auch dein Backpack siehst. Und wie es auch despawnt. Nein, Quatsch. Ja, super. Coole Idee. Das Tor ist nicht zu frei. Warum ist das? Ich schaff's nicht mal mehr, mich in Schatten von den Asteroiden zu retten. Also ein Glück haben wir hier keine Permadeath-Geschichten. das kannst du in dem Spiel halt auch noch nicht machen. Ich kann die nochmal versuchen zu beschäftigen, damit du irgendwie hier wegkommst. Ja, ich versuche jetzt einfach nochmal kurz hier in den... Ja, nee, keine Chance. Wo war nochmal Treibstoff? Treibstoff. Oh, hier sind eine Menge Asteroiden, stelle ich gerade fest, die noch Ressourcen haben. Habe ich gerade auf dem Radar gesehen. So, irgendwo ein Asteroid. Der Asteroid sieht nah aus. Bist du nah genug, dass ich dich... Ich sehe dich. Erreiche. Spring rein. Du bist tot, oder? Ja. Aber die Idee ist viable. Das könnte funktionieren. Wir können es gleich nochmal versuchen. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich doch relativ weit entfernt von der Station. Mal gucken. Vielleicht bin ich weit genug weg, dass sie mich nicht mehr wahrnimmt. Oder zumindest die Sentry Guns nicht mehr auf mich schießen können, das weiß ich nicht. Bist du schon in Deckung? Noch nicht, aber gleich. So. Gott, ist das langsam von der Beschleunigung. Meine Güte. 17 Minuten Flugzeug. Fuck. Was? Achso, wie viel du noch an Bord hast an... Ich habe gerade aufgefüllt, aber trotzdem mit den 4 Tanks auf dem Planeten jetzt hoffe ich. Aber ja, ich bin safe. Ja. Ich bin safe, du kannst wegfliegen. So, wir warten jetzt auf... Also möglicherweise habe ich das Ganze jetzt auch geschnitten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ein paar Tote sind ja ganz lustig, aber es kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen geschnitten habe. Vor allem, wenn wir jetzt erstmal auf den Heretic warten, da werde ich bestimmt jetzt erstmal schneiden. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich. Und da sind wir wieder. Der Heretic kommt hier gleich an mit der Tempest. Der Heretic hat jetzt keinen Bock mehr auf Gespräche. Da ist er mit der Tempest gekommen und schaltet auch nicht mehr nur auf Das werden aggressive Verhandlungen jetzt. Genau. Er schießt jetzt nicht mehr nur auf die Kanonen, sondern jetzt schießt er auf alles. Vor allem auch auf den Kern. Und wo seid ihr? Wo bist du denn jetzt? Ich kann mich nicht wirklich wegbewegen, weil ich bin... Ich bin im Light Ray. Achso. Immer noch, versteck mich immer noch hinter einem Asteroiden, der nur... Achso, da bist du. Okay, ja, ich sehe dein Bild auf der Map.
Ich versuche mal so ein bisschen hinter dich zu kommen. Oh, so. Da feuert meine Flak schon. Ja. Dann ist es jetzt auch ganz schnell gegessen, denke ich mal. So. Ja, mach einfach. Geh da ran. Ich guck's mir. Das sieht schon beeindruckend aus, muss man sagen. Oh, krass. Wie das drauf einhagelt. Oh, heftig. Oh, da schießt es auch wirklich voll in die Mitte rein. Das sieht man halt. Ja, da sind gerade die Lichter ausgegangen. Und jetzt. Gut, gut. Ich kann jetzt erstmal mein Backpack holen. Also, wir haben jetzt nicht mehr wirklich die Chance festzustellen, ob da eventuell mal irgendwann ein normaler Eingang war. Das war... Ja. Also nicht ganz so erfolgreich wie sonst. Ich kollidiere hier mit Asteroiden. Ich habe mal meine Triebwerke abgeschaltet, komplett. Also so. Die Tempest ist ohne Strom gerade. So, eigentlich sieht die Werft jetzt ziemlich cool aus. Ja, genau, total. Mhm. Ich habe hier tatsächlich noch einen intakten Container gefunden, den ich looten kann. Ich bin frappiert. So. Hey, was ist das denn? Ich weiß nicht, was du siehst. Also ein daher. Container, der hier... Aber ein zerstörter. Aber ich kann den trotzdem looten. Aber mache ich jetzt nicht. Da ist noch einer. Ein blauer. Der ist aber leer. Den hat Sunny schon gelootet. Hä? Nee. Nein? Ich bin hier an einem weißen immer noch dran gewesen und habe erstmal umgepackt. Noch ein weißer. Einen blauen habe ich überhaupt nicht gesehen. Also auf jeden Fall war hier ein Weg rein. Ach, da bist du ja. Was war das? Ein Turret. Hättest du auch einfach abbauen können, ne? Achso, das geht jetzt? Hey, da ist ja kein Kern mehr drin. Achso. Ah, ja, dann stimmt. Hast auch recht. Blip. Ach, da ist auch noch so. Ey, die haben aber... Boah, können wir unsere Turrets auch anders aussehen lassen? Weil die sehen ja ganz anders aus als unsere Turrets. Irgendwie schon, ne? Okay, hier geht's raus. Hier war... Cool. Der Werfteil sieht noch sehr... Ah, guck mal, Alien-Kanonen. Ion-Kanonen. Aber der Teil sieht doch fast unbeschädigt aus. Was ich sehr cool finde. Von der Werft. Das sieht schon sehr geil aus. Ich kann mir aber echt nicht vorstellen, ob da irgendwo ein richtiger Eingang vorgesehen gewesen wäre oder so. Ich habe echt ja ein bisschen drumherum geflogen. Ich habe nichts entdeckt. Ah ja, und hier sind die Sentries noch mit dran, ne? Ja, da waren halt außen nochmal Sentries. Ist ja auch richtig so. Also wir haben uns ja auch ein bisschen beschwert eigentlich bei der letzten Station, dass das eigentlich albern war, wie das gebaut war. Ja. Dass man das so einfach nicht bauen könnte. Ja, ich sehe schon dann Probleme von hier zukommen. Ui. Hier ist der Eingang. Ich habe ihn gefunden. Hier wäre ein Eingang gewesen. Was hast du gefunden? Hm? Ich hatte gerade eine Ionenkanone abgebaut, aber es ist nur ein Cannon Turret bei rausgekommen. Ah, da ist der Eingang, okay. Ja. Okay. Ah, und ich glaube, ich bin. Ja, du, ich bin hier schon mal. Weißt du noch das eine Mal, wo wir im Alien Outpost waren? Da bin ich genau in diese Station rein. Aha, okay. Da bin ich nämlich durch die Tür hier rein und dann hatten wir hier rechts und links überall die Turrets. Aber ich weiß, wo der Kern war. Ach ja? Ja, weil ich sehe die Einschussschneise hier. Ja, so ungefähr kann man vorhersagen, wo der Kern gewesen sein muss. Ja. Aber damals war ich ja bis an das Ding rangekommen, weißt du noch? Also bis rein. Aber das war was anderes. Nee, das war was anderes. Also der Raum, der Anfangsraum sah jetzt sehr ähnlich aus. Die sehen alle sehr ähnlich aus, aber das ist jetzt eine richtige Werft.
vorher war das so ein Outpost, ne? Ich meine, ich weiß nicht, das sah sehr... Also es sah auch vom Aufbau her dem eigentlich gleich aus. Das hat wahrscheinlich ja selber Entwickler gemacht. Ja, weiß nicht. Naja, nicht unmöglich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich nehme hier ja einfach mal alles so ein bisschen mit. Hm? Was machen wir jetzt damit? Eigentlich gar nichts, denke ich mal. Außer vielleicht für Inspiration nehmen. Also die Bauweise finde ich ganz cool. Ja. Weil wir wollen ja bestimmt auch nochmal selber eine Werft bauen. Und ich finde, dafür sieht das Ding echt cool aus. Was wir dann allerdings echt machen sollten, wäre mit dieser Fähigkeit, dass das symmetrischen Baus arbeiten. Weil sonst wirst du bei so einer Station echt... Ja, wahrscheinlich. Wahnsinnig. Obwohl ich schon sagen muss, also wenn sie die hier nicht einfach in einem Editor gemacht haben, sondern auch auf die Art und Weise hier vielleicht einfach nur im Creative gebaut haben, trotzdem, Respekt, ne? Also ist schon krass. Ja, auf jeden Fall sehr geil geworden. Sieht schon sehr cool aus. Aber auch die Auffahrt, also da muss man schon... Vor allem das räumliche Vorstellungsvermögen, dass das alles so passt und so, das ist schon beeindruckend, finde ich. Gefällt mir gut. Oh, cool. Die Hantel lass mal da. Was? Die Hantel? Die Hantel. Das sieht ja aus wie eine Hantel, finde ich. Und die Außenhülle von der Werft würde ich auch da lassen. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Manchmal scheinen hier Blöcke aufzutauchen, obwohl jemand die schon abgebaut hat. Toaster zum Beispiel schießt die ganze Zeit für mich auf den gleichen Block, der also jetzt nicht mal mehr da ist. Wie ein Strahl vom Planeten hier hochkommt. Was? Ja, also vom Planeten kommt der Strahl hier rauf. Also eben gerade hat der Toaster auf einmal die Position gewechselt. Also, so weg war er. Toaster? Toaster? Ich glaube, Toaster ist gerade... rausgeflogen. Schon. Ja. Ja, kann sein. Deswegen könnte es auch so komisch bei ihm aussehen. Ausgesehen haben, ja. Er ist jetzt auch... Ich hab auch schon gesehen, dass irgendwie Sachen, die abgebaut worden waren, dann auf einmal wieder auftauchten, allerdings ohne Farbe und so. Ja, es wird aber alles damit zu tun haben. Dieser Werftteil hier, den würde ich da lassen. Den würde ich als Grundbaustein nehmen für die Werft. Ja, also ich würde es jetzt auch, wir müssen es jetzt auch nicht abbauen. Wir können es jetzt auch so lassen, wie es ist. Ja, ja. Ich würde sowieso vorschlagen, wir werden uns da, machen uns dann am besten jetzt mal wieder auf einen heimeligen Heimweg. Vor allem, wenn der Toaster jetzt auch noch gerade Connection-Probleme hat. So viele Folgen wollten wir jetzt auch gar nicht aufnehmen. Aber ich gehe mal ins Cockpit zur Tempest. Kommst du nach? Ja, ja, ich bin quasi auch schon da. Hast du bei der Tempest den Strom ausgeschaltet? Ja. Gewagt. Gut, ich sitze drinnen. Von mir aus können wir nach Hause. Und ich würde sagen, mal gucken, wie spät haben wir es denn. Also ich weiß es jetzt nicht so genau, aber auch mit Schnitt sollten wir die 20 Minuten haben. Das heißt, wir sagen dann jetzt erstmal wieder auf Wiedersehen. Eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Natürlich von mir, dem Sunny, von dem Heretic und wenn er da wäre, mit Sicherheit auch von dem Toaster, der jetzt aber nicht mehr da ist. Dann sag ich mal ciao, ciao und ahoi. Genau. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Ciao. Ahoi.